Dieser Schädel hat Heavy-Metal-Geschichte geschrieben. Denn beim Festival in Wacken trifft sich jedes Jahr die Heavy-Metal-Szene unter diesem Wahrzeichen. Vor 30 Jahren fing das Metal-Märchen an. Der 19-jährige Marc Ramsauer, aufgewachsen in Wacken, gehört zu den Männern der ersten Stunde. Das erste Festival steht kurz bevor und er sollte schnell noch ein Logo für das Spektakel entwerfen. Und dann haben wir mal alle die Gedanken zusammengeschmissen. Also es wurde dann darüber gesprochen, ob vielleicht so eine Jack Daniels Flasche abgewandelt werden soll fürs Wacken Omer. Da habe ich mir dann auch schon Gedanken drüber gemacht und habe dann den dazu mal gezeichnet. Aber die Flasche einer berühmten Marke als Logo, das könnte rechte Probleme geben, so die Befürchtung. Dann hatte Thomas gesagt, wir bräuchten vielleicht irgendeine Art Peace-Zeichen, was so ein bisschen mehr mit Totenkopf und sowas alles. Dann habe ich da auch noch was vorgezeichnet. Das war dann sowas in der Richtung. Und dann kamen wir irgendwann drauf, dass ein Kopf vielleicht ganz gut wäre. Also ein Totenschädel in irgendeiner Art und Weise. Bloß so einen normalen Totenschädel fanden wir alle irgendwie ein bisschen langweilig, weil das hat ja irgendwie jeder. Ein Kuhschädel sollte es werden, so die Vorgabe. Denn der würde zum Ort und zu den Menschen passen. Ich habe diesen Kopf auch wirklich tatsächlich nur ein einziges Mal fertig gezeichnet. Und das war dann die Vorlage für alles andere. Also das ist meine Vorstellung von einem Kuhschädel. Dem jungen Marc Ramsauer ist es also zu verdanken, dass der Schädel das Markenzeichen geworden ist. Das sah gut aus auf dem T-Shirt. Also wir haben ja gleich im ersten Jahr auch T-Shirts gemacht. Der Bullhead hat für uns von vornherein symbolisiert das Ländliche. Also wir sind hier auf der landwirtschaftlichen Fläche. Norddeutsch gesagt, auf der Kuhwiese. Und es hat aber auch so einen leicht amerikanischen Touch. Also von daher passt das eigentlich. Das erste Festival kann starten. Mit Jensen auf der Bühne im neuen Wacken-Shirt. Marc Ramsauer, ein Kumpel von uns, super Typ, der konnte zeichnen, künstlerisch, konnte Sachen eben umsetzen und war für unsere Band aktiv, also hat uns geholfen, Rudi würde man jetzt sagen, oder Stagehand, und Marc war irgendwie so in der ganzen Gang. Und das waren die Anfänge, eine Wiese, eine Bühne. Ein paar Fans, 12 Mark Eintritt. Und diese Wiese, das ist heute allein der Künstlerbereich. Ich habe einen einzigen gesehen, der hier gezeltet hat. Der hat hier vorne gezeltet. Und der war aber tagsüber gar nicht da. Ich habe ihn mal gefragt, wo er denn ist die ganze Zeit. Und er war tagsüber beim Motorradtreffen. Heute zeltet hier eine ganze Stadt. 1992, ein wichtiges Jahr für das Festival. Denn mit der Band Saxon kommen die ersten Superstars nach Wacken. Das war zwar teuer, aber leider... Geil. Das war natürlich total super, ne? Weil das war wirklich wie eine andere Welt, ne? Und man konnte dabei sein irgendwie. Ich war zwar jetzt nicht so viel für die Hauptbühne zuständig, sondern mehr für die Zeltbühne nachher. Da habe ich dann eben halt Licht gemacht, aber... Trotzdem war es irgendwie geil, dabei zu sein. Ne? 4 Jahre später, ausgerechnet die bösen Onkels, die einst zur Skinhead-Szene gezählt wurden, verhelfen dem Festival zum Durchbruch. Also da weiß ich noch, da war das Dorf auf einmal dicht. Also es ging nichts mehr. Es gab einen Stau bis zur Autobahn zurück, weil niemand damit gerechnet hat, dass so viele Leute kommen. Ab diesem Zeitpunkt ging das ja praktisch stetig bergauf. Also dann gab es auf einmal, war wie als wenn ein Knoten geplatzt ist letzten Endes. Ab jetzt kommen die echten Metalhelden. Motorhead, die Scorpions, Iron Maiden. Und über allem prangt der Schädel von Marc Ramsauer. Der nimmt, wie das Festival auch, immer größere Ausmaße an. Wird zum übergroßen Symbol des XXL-Festivals. Wenn man drüber nachdenkt, dass man das mal irgendwann entworfen hat für ein Oben Meer und alle Leute finden das irgendwie toll. Es gibt ja Leute, die tätowieren sich das sogar. Das ist ja so wie ein Markenzeichen halt praktisch, ne? Also wenn du den Schädel siehst, dann verbindest du das sofort mit Wacken Oben Meer. Sein Schädel ist heute allgegenwärtig. Natürlich auch auf den Merchandising-Artikeln. Das Festival macht um die 25 Millionen Euro Jahresumsatz. Daran beteiligt ist Marc Ramsauer aber nicht. Ich habe auch lange nachgedacht, ob ich dafür irgendwie was nehmen sollte. Hätte mir sicherlich zugestanden. Also der Rechtsschutz stand bei mir. Aber
muss auch ganz klar sagen, dass ich mit dem Erfolg des Open Airs eigentlich gar nichts zu tun habe. Also habe ich dann irgendwie gesagt, ich nehme dafür kein Geld und ich will da auch gar nichts für haben. Das ist mein Ding und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und wer kann schon sagen, dass er irgendwas gemacht hat, wo die Nachwelt vielleicht auch noch von spricht. Der Bullhead. Ein kleiner Entwurf für ihn, ein großes Logo für die Ewigkeit.